Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, kleiner Vlog, kleiner Stand, kleiner, weiß ich nicht, ja, ich sag mal, Live-Update für heute. Ja, gerade zu Hause angekommen. Mein Bester ist auch da und filmt mich. Juhu, habe uns gerade einen heißen Tee gemacht. Neue Sorte ausprobiert. Strawberry Cheesecake. Ich dachte schon, der ist irgendwie nicht so süß, wie ich mir erhofft habe, aber er ist gesüßt, er schmeckt lecker und er ist nur zu empfehlen. Also könnte mein neuer Lieblingstee werden oder so, keine Ahnung. Holt ihn euch auf jeden Fall, wirklich. Und schreibt mir dann unter die Kommentare. Was soll ich noch erzählen? Nichts vergessen hier. Mein Kopf ist so oft wie ein Sieb. Was wollte ich denn noch sagen? Achso, ich war heute unterwegs mit meiner Mutti. Hab ihr da so ein bisschen geholfen. Bei einem Arztbesuch. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal das. So, hallo ihr Lieben. Wir sitzen jetzt bei Steinecke und gönnen uns was Süßes. Und was Warmes. Tomate, Mozzarella und Ei. Und einen großen Cappuccino mit Sahne und eine heiße Schokolade. Mit Keks sogar, wurden wir gefragt. Juhu! Bis später! War echt super. Also ich muss euch wirklich sagen, das Ambiente war so toll bei Steinecke. Und es war super lecker, leider auch teuer. Da spreche ich mal jetzt nicht weiter drüber, aber trotzdem hat es sich gelohnt. Also es war mal was ganz anderes. Oh Gott, ich glaube, ich rasche mit dem Tee zu laut. Ich hoffe, ihr versteht alles. Ja, und dann habe ich noch... Ach genau, gestern Abend hatte ich noch etwas ausrangiert, noch einen Schrank ein bisschen durchgekramt. Und ja, habe etwas ältere Unterwäsche, die halt nicht mehr so schön aussah vom Waschen und so, ausrangiert, weggeworfen. Ich glaube, es waren insgesamt, weiß ich nicht, so 5, 6 Teile. Bin schon wieder beliebt, meinem Handy. Ja, ich weiß nicht, so Tangas und BHs ausrangiert, weggehauen. Und ja, so schaffe ich nach und nach ein bisschen Ordnung und trenne mich von vielen Sachen, die ich nicht mehr so brauche oder nutze. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, mit diesem Minimalismus so vielleicht ein bisschen anzufangen. Ihr müsst ja nicht alles übernehmen. Wie gesagt, ihr müsst ja nicht übertreiben und euch von allem Möglichen trennen, was euch lieb ist oder dass ihr dann nichts mehr in der Bude habt oder so. Ganz und gar nicht. Also man, ja, muss man ja auch nicht. Man kann sich ja ein bisschen so da anlehnen, sage ich mal, dass man einfach nur ein bisschen Platz schafft, ausrangiert und wirklich sich nur von den Sachen trennt, die man nicht mehr braucht. Und ja, das mache ich halt und mir geht es wirklich gut dabei. Werde ich auch so beibehalten. Also eigentlich habe ich immer im Frühling, ja, diesen Frühjahrsputz gemacht. Und haben wir jetzt Frühling? Nein, noch nicht, leider. Ja, und ich glaube, das mache ich jetzt so alle 3, 4 Monate, habe ich mir zumindest vorgenommen. Ob es dann so wird, weiß ich nicht. Aber eigentlich habe ich es einmal jährlich gemacht. Im Großen und Ganzen wirklich so ganz doll gekramt und gemacht und getan habe. Und ja, jetzt werde ich es öfter machen und es sammelt sich ja immer mehr Müll an, was man halt auch so hat. Und ja, dann kriegt man hier was geschenkt oder holt sich da was oder kauft vielleicht irgendwas falsch und denkt, ich tue es erstmal in den Schrank. Und man stellt dann nach einem Jahr fest, ups, du hast es nicht einmal irgendwie benutzt oder getragen oder wie auch immer. Das seht ihr auch in einem meiner Videos. Da zeige ich auch dann bei jedem Produkt, ich lag jetzt 3 Jahre im Schrank oder so. Ja, aber da könnt ihr ja nochmal reinschauen in die anderen Videos, von den letzten Tagen auch besonders. Und ja, ich melde mich später nochmal. So, da bin ich wieder. Genieße gerade meinen zweiten heißen Tee. Jetzt ist aber ruhig. Jetzt ist aber gut. Ruhe da. Mensch, ich soll den Ton ausmachen vom Handy. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich habe jetzt meinen zweiten Strawberry Cheesecake Tee. Ich werde jetzt schon süchtig. Der ist super. Tut wahnsinnig gut. Bei Steinecke habe ich ganz vergessen. Habe ich vorhin mir ein Brötchen geholt. Kein normales, gewöhnliches Brötchen. Schon mal was von Chiasamenbrötchen gehört?
Ich auch nicht. Riecht sehr interessant, sag ich mal. Also lecker, frisch, aber halt unbekannt, ne? Also ich kenne Chiasamen ja überhaupt noch gar nicht. Möchte mich mit dem Thema übrigens seit neuestem auch mal ein bisschen da reinfuchsen, ein bisschen mich damit beschäftigen. Chiasamen sollen ja sowas von gesund sein. Und für euch breche ich mal das Brötchen durch, damit ihr mal sehen könnt, wie es von innen aussieht. Oh ja. Aha, wir können ja mal ein bisschen zoomen vielleicht. Hat einen leicht gelblich-grünen Touch irgendwie. Sehr fluffig, weich und man sieht halt auch diese Samen innen drin. Dieses dunklere etwas so. Also, das riecht auch wahnsinnig lecker. Ich beiß mal ab. Nö, ist total super. Kann man essen? Ist nicht nur gesund, schmeckt auch gesund. Total klasse. Und vielleicht kann mir der ein oder andere da noch irgendwie was mehr dazu sagen. Derjenige darf dann gern kommentieren. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hätte noch ein anderes Thema. Ist gerade weg. Ich wollte noch unbedingt loswerden, dass es mir echt seit gestern super gut geht, auch wenn ich Kopfschmerzen zum Abend hatte. Aber mir geht es irgendwie, weiß ich nicht, mir geht es total gut schon, als wenn der Frühling schon längst da ist. Irgendwie so, war keine Ahnung, motiviert und gut gelaunt und ja, so voller Energie. Ich will nachher auch noch ein bisschen Sport machen. Endlich mal ein paar Übungen. Ich habe euch ja in einem anderen Video schon gesagt, dass ich da ganz schön faul war. Nicht gut. Überhaupt nicht schön. Und ja, mein Auge verheilt auch super. Ich hoffe, dass es Montag alles weg ist, spätestens. Wenn nicht sogar erst Mittwoch, aber es wäre auch in Ordnung. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich morgen und Samstag dann auf dem Geburtstag halt nicht perfekt oder toll oder schön aussehen werde, wegen meinem Auge, weil das halt noch nicht gut ist. Aber okay, das Wichtige ist, dass ich mich jetzt darauf konzentriere, morgen noch eine Torte anzufertigen für meinen Besten. Und Samstag dann noch die zweite Torte, wo ich dann beides mit zu ihm nehme. Mit seinem Geschenk. Ha, du weißt ja noch gar nicht, was du bekommst. Ja, und genau. Ich habe übrigens geträumt, dass du dasselbe von einem anderen bekommst, was ich dir schenken werde. Ich hoffe, das wird nicht so kommen. Ich habe jetzt meinen Traum von letzter Nacht verraten. Und man sagt, wenn man den Traum verrät, dann wird er nicht wahr. Also, gut, drück mir die Daumen. Ja, genau. Von den Torten kann ich ja dann mal ein Foto machen und euch die Tage dann mal zukommen lassen, dann im nächsten Video. Vielleicht filme ich auch kurz so drin, mittendrin. Mal schauen, wie ich das so hinkriege. Mit meinem Handy ist es ja immer ein bisschen blöd, auch mit der Quali, wie ihr wisst. Ja, aber ich gebe mir höchste Mühe, okay? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Schauen und sage für heute erstmal Ciao!